Der Captain würde sich selbst opfern, um die Geiseln zu retten. Sich selbst opfern, sagen Sie? Sie können so grausam sein, Harry. Sie wissen meine Gastfreundschaft nicht zu schätzen. Sie sind hier. Sie sind tatsächlich hier. Ich kann es nicht fassen. Unsere Abmachung zufolge werden Sie die anderen freilassen. Sie haben ein bemerkenswertes Vertrauen, Captain. Warum waren Sie so sicher, dass ich mein Wort halten würde? Angst ist mir vertraut. Sie ist eine gesunde Sache, zumeist jedenfalls. Sie warnt uns vor Gefahren, sie zeigt uns unser Limit auf und beschützt uns vor Leichtsinn. Ich habe gelernt, der Angst zu vertrauen. Endlich treffe ich jemanden, der mich zu schätzen weiß. Werde ich rot? Lassen Sie sie frei. Ja, ja, natürlich. Sie dürfen gehen. Lebt wohl, meine Freunde. Kommt mal wieder und besucht mich. Ich werde immer hier sein. Das Rückrufunterprogramm wurde aktiviert. Die Körpertemperaturen steigen. Ich initiiere alle Sicherungssysteme. Die Geiseln müssten in weniger als 10 Minuten ihr Bewusstsein wiedererlangen. Wir holen sie hier raus, Captain. Das verspreche ich. Das wird nicht nötig sein, Mr. Kim. Aber danke. Ich kann es kaum erwarten, Sie kennenzulernen, um Sie zu einem Teil von mir zu machen. Soviel ich weiß, dauert es ein paar Minuten, bis Ihnen meine Gedanken bewusst werden. Ist es richtig? Eine Ewigkeit der Vorfreude. Und dann? Was passiert dann? Dann beginnt der Spaß. Sämtliche Systeme funktionieren wie erwartet. Wiederbelebung tritt in die finale Erwärmungsphase ein. Die Biofunktionen normalisieren sich. Ihre eigenen Herzen schlagen wieder. Sie benötigen keine zusätzliche Lebenserhaltung mehr. Würden Sie ehrlich zu mir sein? Angst ist die ehrlichste aller Emotionen, Captain. Im Grunde möchten Sie genauso wie ich, dass dies ein Ende findet, nicht wahr? Nein, nein, es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken. Ich werde Sie nicht gehen lassen. Nicht nach diesen Vorfällen. Spiegel? Wir geben ein schönes Paar ab, Captain. Ich bin nicht Captain Janeway. Fast wäre ich darauf reingefallen. Ich fürchte leider, das sind Sie. Bitte? Ich bin lediglich ein holographisches Bild von Captain Janeway, das mit Hilfe derselben Technik hergeschickt wurde wie der Doktor. Ich wurde programmiert, auf Sie genauso wie Catherine Janeway zu reagieren. Aber ich fühle Sie. Sie sind im System. Sie ist im System, ja. Aber nicht in Stasis. Captain Janeway und ihre Crew haben die Kapseln so modifiziert, dass eine Verbindung mit dem System gelang, ohne dass sie sich in diese Umgebung begeben musste. Sie sollten die Gehirnaktivität des Captains fühlen, ohne dass er wirklich in Gefahr gebracht wurde. Sie werden die Bestätigung dafür erhalten, sobald ihnen die Gedanken des Captains bewusst werden. Sie wissen genauso gut wie ich, dass Angst jemanden nur aus einem Grund befällt. Um besiegt zu werden. Ich bin reingelegt worden. Tatsächlich? Hat nicht vielmehr ein Teil von Ihnen gehofft, besiegt zu werden? Haben Sie nicht deshalb Captain Janeway erlaubt, hierher zu kommen? Weil Sie spürten, dass sie die Macht hatte, Sie zu bezwingen? Nein. Sie hat gelogen. Das war sehr unsternenflottenartig. Sternenflotten-Captains erliegen nicht so leicht. Der Angst. Was wird aus uns werden? Aus mir? Wie jede Angst werden sie schließlich verschwinden. Ich habe Angst. Das weiß ich. Verflixt.